Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hört und erkennt ihr die Melodie, die gerade im Hintergrund läuft? Ich denke schon, denn es ist die Melodie von einem der meistgehyptesten und würde ich sagen auch meistgeliebtesten Modis in ganz Fortnite Rettet die Welt. Und zwar geht es um nichts weiteres als Frost Knight. Und um Frost Knight und auch einige andere Dinge geht es jetzt in diesem Video. Ja, wenn wir über Frost Knight reden, reden wir auch ein wenig über die Zukunft. Denn Frost Knight ist zwar jetzt auch nicht mehr so lange hin, bis es kommt, ist aber noch ein wenig und dementsprechend spekulieren wir auch ein wenig. Denn man kann natürlich schon immer eine gewisse Zeit offiziell voraussehen, das heißt, es gibt Statusberichte, die eine gewisse Zeit auch offiziell dann bestätigt voraussehen. Zeigen, was halt so passiert. Frost Knight liegt aber da noch ein wenig ferner in der Zukunft. Dementsprechend gibt es da keine offiziellen Infos zu, wann das kommen wird und dementsprechend spekulieren wir. Das, wie gesagt, machen wir auch mit einigen anderen Dingen, die jetzt noch nicht offiziell bestätigt wurden. Wie gesagt, wenn es um sowas geht, natürlich um Spekulationen kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein. Ich werde deshalb auch in diesem Video jetzt nicht sagen, das kommt 100% an dem Tag und auf keinen Fall an einem anderen Tag. Wie gesagt, ich werde mit den Aussagen, die ich treffe, jetzt nicht extrem weit daneben liegen, hoffe ich jetzt mal ganz stark. Wie gesagt, es sollte eigentlich nicht passieren, dass die Events komplett ausfallen oder dass das gar nicht wiederkommt. Da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Wie gesagt, es kann mal passieren, dass es vielleicht 1, 2, 3, 4 Tage Abweichungen gibt. Vielleicht wird es auch mal in der Woche verschoben, aber jetzt ungefähr, wie gesagt, schätze ich das hier ab und dementsprechend sollte das jetzt nicht komplett verkehrt sein. Das heißt nicht, dass jetzt ein Frost Knight Event im Frühling kommt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, wie gesagt, wir fangen jetzt mal aber mit einem etwas anderen Thema an, denn ich will das Video ein wenig staffeln. Ich will ein bisschen, ja, jetzt in der Halloween-Endphase anfangen, denn es gibt noch nicht alles aus dem Halloween-Event, was offiziell bestätigt wurde, wann es kommt. Dann gehen wir, wie gesagt, in das Winter-Event so langsam rein und wir werden das Video dann ungefähr bei Ende 2020, Anfang 2021 beenden. Denn wie gesagt, ne, wir machen es ungefähr so, wenn die neueres Gegenstände kommen, ist ungefähr erstmal Schluss. Es kommt natürlich auch in der Zeit, oder in den nächsten Monaten noch einige Videos darüber, ist klar. Aber wie gesagt, wir gucken erstmal, dass wir im Jahre 2020 alles geleakt bekommen. Oder geleakt, aber einigermaßen spekuliert bekommen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt aber nicht zu lang vom heißen Brei reden. Wir kommen direkt zum ersten Thema. Und zwar Halloween. Jo, Halloween ist natürlich jetzt schon seit einigen Wochen da. Und es kam auch viel in den Shop. Darunter die Totengräberskizze, darunter die, ja, wie gesagt, Spukpistole. Uns fehlt jetzt noch die Spektralklinge. Die kommt aber, das ist offiziell bestätigt, am 31. quasi zu Halloween rein, am Sonnabend. Und ja, wie gesagt, das ist das, was offiziell bestätigt ist. Es kommen natürlich auch andere Sachen noch rein, wie zum Beispiel, oh, was war denn das gleich nochmal? Auf alle Fälle kommt noch dieses EP-Event rein. Oder dieses Eventfuß, irgendwie Bonus, Vorteilsressourcen und so weiter gibt. Ja, wir haben auch die Albtraum-Namas da. Eigentlich ist aus dem Halloween Event soweit alles da. Auftragsserien, alles drum und dran. Soweit aber, wie gesagt, es fehlt noch eine ganz entscheidende Sache und um diese Sache, die ich jetzt nochmal, oder um die es jetzt nochmal geht, da gab es viele Fragen und ich denke, ihr seht, schon hier oben an diesem kleinen Dings, an dieser Waffendings, wo die ganzen Waffen hängen. Oder besser gesagt, hier, ihr seht's, Candy Corn LMG. Eine der Skizzen, die wirklich auch sehr beliebt sind, ja, worüber es auch noch keine offiziellen Infos gibt, wann die denn nun jetzt letzten Endes in den Shop kommt. Denn letztes Jahr war die auch im Shop. Besser gesagt, an einem Donnerstag, dem 7. November. Und man, wie gesagt, wenn wir jetzt aufs Datum gucken, wir haben 28.10.2020. Das bedeutet, ja, es sollte theoretisch, wenn wir das letzte Jahr zumindest nehmen, nicht mehr ganz so lange dauern. Und man muss auch mal wieder bedenken, dass der jetzige Statusbericht bis zum 31. reicht. Das heißt, danach, da ist noch nichts gesagt, was da kommt. Und deswegen gehe ich jetzt auch mal sehr von aus, dass die Candy Corn da ein Kandidat für ist. Das, oder die Skizze, oder generell, dass die in den Shop reinkommt. Denn, wie gesagt, so lange ist das Halloween-Event auch nicht mehr da. Das sollte ungefähr noch bis zum 20. November gehen. Und ja, irgendwann muss sie ja dann mal reinkommen. Also theoretisch, letztes Jahr war sie ja auch da. Klar, es kann natürlich sein, dass es gar nicht gab. Das ist eigentlich, ne? Die sollte schon kommen. Und ja, wie gesagt, letztes Jahr kam die am 7. November raus. Und man weiß halt jetzt nicht, ob das jetzt dieses Jahr auch so ist. Der 7. November ist zufälligerweise ein Sonnabend, der eigentlich auch, ja, zu einem Skizzen-Release wieder mal gut geeignet ist, denn einige andere Sachen, zum Beispiel jetzt auch die Totengräber, Spukpistole und auch die bald erscheinende Spektralklinge, sind alle an einem Sonnabend gekommen und deswegen kann ich jetzt mal stark davon ausgehen, dass die da vielleicht auch kommt. Es war letztes Jahr jedoch an einem Donnerstag, trotz alledem, wie gesagt,
Naja, dann ist halt der 5., es kann auch der 5. sein. Wie gesagt, ich denke mal so, dass die auf alle Fälle nächste Woche reinkommt wird. Da gehe ich jetzt mal stark von aus. Denn, wie gesagt, viele Wochen danach gibt es nicht mehr. Das Halloween-Event soll ja, wie gesagt, schon am 20. November enden. Und ja, dann wäre eigentlich, wenn es der 5. und auch nicht der 7. ist, nur noch der 11., nee, glaub, der 12. ist ein Donnerstag oder der 14. So, und danach, wie gesagt, am 20., es ist ein Freitag, wäre das Event zu Ende. Klar, es könnte an einem 19. kommen. Ich gehe auch, wie gesagt, stark von aus, auch weil es letztes Jahr so ungefähr Anfang November war, dass die am 7. spätestens reinkommen wird. Denn, wie gesagt, auch mit dem Statusbericht, das macht eigentlich relativ Sinn. Ich, wie gesagt, berufe mich nur auf, ne, das ist eine Spekulation, ist ja auch klar. Ne? Wie gesagt, es kann natürlich passieren. Und ja, das war das Thema Candy Corn. Wir können natürlich auch gerne noch ein bisschen in den Kommentaren hin und her schreiben, wenn ihr dazu irgendwie eine Meinung habt, wie gesagt, gerne rein, ist kein Problem. Jo, danach geht es weiter mit dem guten alten Winter-Event und was erwartet uns da? Wie gesagt, Frost Night und das ist dann noch ein etwas größerer Sprung, besser gesagt, ja, machen wir da schon knapp einen Monat Sprung und zwar auf den ungefähr 12. Dezember, ungefähr. Letztes Jahr kam das Frost Night Event auch an einem 12. Dezember raus. Natürlich kann es jetzt auch ein bisschen verschieden sein. Bei den Skizzen, wie gesagt, war es meistens jetzt der Donnerstag manchmal auch, aber wie gesagt, also eigentlich der Donnerstag theoretisch, wegen Shopwechsel, aber meistens auch der Sonnabend. Dementsprechend kann man da bei Skizzen eher sagen, wann die kommt. Wie gesagt, die Candy Corn Anfang November, das ist eigentlich relativ gut eingrenzbar. Bei der ganzen Frostzeit-Geschichte ist es aber halt etwas schwieriger, denn ich denke mal, dass das auch mit einem großen Update verbunden sein wird. Denn bei dem Frostnight-Event, oder es war zumindest letztes Jahr so, dass nicht nur das Frostnight-Event an sich gekommen ist, sondern auch andere Dinge wie die Winterlamas sind gekommen. Gute neue Falle gab es damals auch, das ist die Luftabwehr gewesen, aber die ist ja jetzt schon drin. Schneeballwerfer kam wieder rein, Papierkrieg war wieder drin und wie gesagt, Nussknacker zum Beispiel Skin, Lebkuchenknarre und so weiter, Krampus, dann die Jingle Chess. Und wie gesagt, das ist halt schon einiges und wir ja, haben dieses Jahr das Halloween-Event an einem Sonnabend bekommen. Das ist, eigentlich kommen die immer dienstags raus, so war es eigentlich, oder mittwochs, und dann halt Halloween an einem Sonnabend. Schwierig, da jetzt genau zu sagen, da und da kommt's. Man kann natürlich jetzt die Woche ungefähr eingrenzen. Wenn es so ist, wie es letztes Jahr war, dann würde das ungefähr an einem 10., den Dienstag bis maximal zum 14. Sonnabend kommen. Also irgendwie in der Woche halt. Und wie gesagt, es kann natürlich auch danach kommen. Das könnte auch sein. Nur danach, wie gesagt, kommen halt auch die anderen Skizzen, denke ich, wieder rein. Wie zum Beispiel Knecht Ruprecht haben wir wieder da. Dann, andere Sachen, wie zum Beispiel auch Baum des Lichts und viel, viel anderes Zeug, was halt im ganzen, ne, Winter-Event noch so kommt. Kleine Sache, das sollte dann spätestens eigentlich bis zum ungefähr, ja, bis Anfang Januar eigentlich alles drin gewesen sein, der ganze Winterskizzen-Stuff. Aber wie gesagt, Frost Night ungefähr, denke ich, in der Woche vom 10. bis zum 14. irgendwann. Ich, wie gesagt, denke mal am 14., denn ne, es ist damals so gewesen, dass es auch an einem, oder das Halloween-Event an einem Sonnabend gekommen ist. Es kann natürlich auch an dem 7. dann schon sein. Ist etwas schwierig, also am 7. Dezember. Ist ein bisschen schwierig. Ich denke, bei der Candy Corn kann man das ein bisschen besser bestimmen. Als es beim Frost Night Event, besser gesagt. Und eine kleine Sache noch zum Frost Night Event. Ich denke auch, dass man als Belohnung die Eisbiss wieder bekommen wird. Denn die Eisbiss ist auch eine Skizze, wo viele gefragt haben, wo die vielleicht reinkommt. Die war 2018 im Shop hier für 1680 Gold erhältlich. Ich denke auch, dass es bei der Candy Corn so sein wird, denn das war eigentlich jetzt immer so bei den Skizzen. Wie gesagt, das war damals 2018 so und 2019. Danke an Visa, by the way. Grüße gehen raus an dich. Die hat mir das letztens gesagt. War die Skizze im Frost Night Event als Belohnung irgendwie, wenn man 30 Minuten abgeschlossen hat. Und ich denke auch, wenn wir zum Thema Belohnungen kommen, dass man auch zum Beispiel jetzt die Melodie wiederbekommen kann, den Ladescreen, den ich sehr, sehr feiere. Ich habe das eigentlich immer drin. Und ja, wie gesagt, auch einige andere Skizzen vielleicht, die sich, ne, es kann immer sein, dass vielleicht eine Skizze statt jetzt in den Shop kommt, vielleicht als Belohnung bei Frost Night drin sein wird. Ich denke, dass es auf alle Fälle wieder solche Belohnungen geben wird. Für eine gewisse Anzahl, wenn man überlebt und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ich da schon drüber rede, ich hab einfach Bock, am liebsten jetzt hier auf Viereck zu drücken und eine Runde Frost Night zu starten. Real Talk, ohne Kack jetzt, es ist einfach so. Ich denke, das waren einige, mindestens einer wird es denken, der das Video gerade anguckt. Denke ich jetzt mal ganz stark. Also wie gesagt, wenn es soweit sein sollte, wir werden ordentlich ein paar Streams machen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, da fahren wir ordentlich Wintertickets, da werden wir ordentlich. Warte, das wird geil. Ist schön, wirklich. Frost Night ist einer, weiß ich nicht. Das ist einer
Der Geist Mutti, ihr merkt, ich bin auch sehr, wirklich Fortnite, Kuss raus. Da haben sie wirklich einen guten Job geleistet. Den gibt es ja auch schon seit 2018, glaube ich. Aber wie gesagt, Fortnite ist einfach wirklich, meiner Meinung nach, einer der geilsten Modis mit. Jo, wir können mal noch ganz kurz ein bisschen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich habe ja gerade bei den Statusbericht auch offen, dass ich ja, wie gesagt, das ein bisschen herleiten kann. Haiangriff kommt auch rein. Das sind alles die Wochen gewesen. Knallflinte war drinne. Wie gesagt, die Skins, Kakao kommt wieder rein. Bei den Bögen müssen wir mal gucken. Der Wintertexturer, glaube ich, war letztes Jahr auch im Dings, im Frostnite-Event als Belohnung enthalten. Und ich denke auch, dass zur Weihnachtszeit ungefähr, oder ja, Weihnachtszeit, warte, was steht hier? Also letztes Jahr war Januar, 17. Januar um die Hälfte. Ja, auf alle Fälle das. Nee, das ist das Ende da drauf. Warte mal, bin ich jetzt doof? Nee, auf alle Fälle, zur Weihnachtszeit war Rettet die Welt immer Angebot. Ist halt schwierig jetzt, weil es halt die neuen Pakete gibt. Das sieht man jetzt ja gerade nicht, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ob das da vielleicht auch billiger ist. Das ist eine gute Frage, wirklich. Weil es wäre halt schon nicht schlecht, ne? Für. Gut, wenn das 20, wenn das 20, Prozent Rabatt weg ist, wie lange geht das eigentlich noch? Das ist eine gute Frage. Ja, auf alle Fälle kostet es dann vielleicht 10 Euro. Ist halt echt nicht schlecht, ne? Aber müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das sind so Sachen. Freue ich mich drauf. Ich denke, ihr werdet euch. Ein paar werden sich, denke ich, auch drauf freuen. Und wie gesagt, in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ne, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Theorien, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge oder weiß ich nicht, ein paar Sachen, die ich hätte mit ansprechen können. Wie gesagt, gerne in die Kommentare posten. Bei Fragen natürlich auch immer wieder gerne rein in die Kommentare. Das ist ganz wichtig, ne? Ne, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich mich hier irre. Ist immer wahr. Ich, wie gesagt, habe ein bisschen jetzt ungefähr auch gesagt, wann es kommen könnte. Ich habe es nicht mich genau auf dem Datum festgelegt, weil das ist immer ein bisschen schwierig dann im Endeffekt. Aber so ungefähr, ich, wie gesagt, Candy Corn, so die erste Novemberwoche. Frostnite dann so Anfang bis Mitte Dezember. Oder die, ja, doch, Novemberwoche, ja, die ersten. Wirklich Anfang November Candy Corn, wie gesagt, Frostnite so ungefähr Anfang bis Mitte ja, Dezember und danach kommen halt die ganzen anderen Skizzen bis zum neueres Event, was dann wie gesagt ungefähr letztes Jahr war es, glaube ich, irgendwie am 10. oder irgendwie so, auf alle Fälle. Aber das ist alles noch Stuff, das berät man jetzt noch nicht. Wie gesagt, erstmal das ganze Zeug und ich, wie gesagt, hoffe, dass es so passt einigermaßen. Ich hoffe, dass ich euch damit ein wenig weiterhelfen konnte. Wie gesagt, Fragen gerne rein in die Kommentare, ne? Wie gesagt, auch gerne Verbesserungsvorschläge zu den Videos oder Streams. Und in diesem Sinne, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal ein Abo und ein Like da lasst. Auch gerne die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen oder so, dass ihr nichts mehr verpasst. Und wie gesagt, das ist eine freiwillige Sache. Wir zwingen ja niemanden dazu. Würde mich trotzdem sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend oder Tag. Haut rein, bis zum nächsten Video oder Stream und ciao!